Wer ist ein Alim? Man il-Alim? Das ist eines der heiß diskutierten Thematiken in der Welt vom Internet, wenn die Leute darüber streiten und debattieren, wer was ist und wer was nicht ist. Yani, eigentlich ist das rein plausibel und logisch betrachtet absoluter Unfug, sich mit derartigen Thematiken zu beschäftigen. Ja, wenn ich beispielsweise, ich bin kein Facharzt für Krebs, nicht? Ich bin kein Facharzt für Krebs. Kann ich ja jetzt unabhängig von Aussagen der Fachleute, von mir aus selbst, kann ich von mir aus selbst, ja, wenn ich jetzt beispielsweise mit Hans spreche und wir unterhalten uns. Ich bin kein Facharzt für diese Krebsforschung. Ich bin auch nicht versiert hierin. Kann ich dann feststellen, ob er es ist oder nicht? Mir fehlt einfach die Expertise, ob er ein Arzt ist natürlich, ob er ein Facharzt für Krebsforschung ist. Es ist eigentlich nicht möglich. Und genauso das Gegenteil, wie oft verkaufen sich Leute als Ärzte oder sonst was an Unwissende, Unkundige und das läuft und funktioniert. Also auf beiden Seiten klappt das nicht. Auf beiden Seiten geht das nicht. Weder bei der Affirmierung dieses Standes, noch bei der Ablehnung dieses Postens oder dieser Position oder dieser Expertise. Und deswegen sagte Ibn al-Mu'taz, er sagte, der Jahil kennt nicht den Alim. Der Alim aber kennt den Alim. Warum? Er sagt, denn der Alim war mal Jahil. Er war mal Jahil. Er hat jetzt aber, er ist aus diesem Kreis raus und kann sich das sozusagen aus einem anderen Winkel betrachten und anschauen. Umgekehrt ist das aber nicht möglich. Jedenfalls, wenn man das pauschal definieren möchte, was ein Alim ist, ich habe darüber mal einen Artikel geschrieben gehabt. Ein Artikel, ja, der ist auf dem Blog. Aber grundsätzlich, ganz pauschal, kann man Folgendes sagen. Al-Alim, man alima min kulli Shay'in Shay'an. Wa alima kulli Shay'in min Shay'. Ganz einfach. Eigentlich sind es zwei Teile, das sind zwei Teile. Erstens, ich nenne das, oder einige Mashayikh nennen das, lasst mich das mal wie folgt machen. Lasst mich das euch wie folgt zeigen. Das Wissen des Menschen, Al-Ilm. Manche der Bahithun, die sich mit den Ulum al-Shar'iyya beschäftigen und mit der, ich sag's mal, mit der Manhajiyya des Ta'allum. Sie sagen, es gibt zwei Formen der menschlichen Erkenntnis oder des menschlichen Wissens. So, das eine nennen sie al-Ma'rifa. Al-Ufuqiyya. Ich werde das gleich mal ungefähr übersetzen, diese Begriffe. Al-Ma'rifatul-Ufuqiyya. So, diese hier. Und dann haben wir noch die Al-Ma'rifa
Al-Ma'rifa, lass mich kurz überlegen, wie haben Sie die genannt? Al-Ma'rifatu Al-Amudiyya. Also, horizontales Wissen, Erkenntnis und, wie nennt man das andere auf Deutsch, habe ich ganz vergessen, Al-Amudi, vertikal. Vertikale Kenntnis. Was meinen Sie damit? Man kann sich das ganz einfach bildlich darstellen. Wenn du dir diesen Strahl anschaust, der geht so in die Breite. Breite, breit gefächertes Wissen. Breit, aber nicht tief. Das heißt, das ist der erste Teil der Definition, die ich eben hier genannt habe, das Alim. Und zwar, der Alim ist der, der von allem etwas weiß. Also, er weiß von den verschiedenen Disziplinen der Islamwissenschaften, er weiß von jeder etwas. Also die Grundlagen und das Standardwissen, die Einführung und so weiter, hat er in jedem Wissen. Also er hat was vom Usul al-Fiqh, er hat was vom Ilm al-Nahu, er hat was vom Ilm al-Sarf, Ilm al-Balagha, Ilm al-Rasm, Ilm al-Imla, Ilm al-Tajweed, Ilm Usul al-Tafsir, Ilm Mustalah al-Hadith und so weiter. Mensch, tamam? Und das hier, diese Al-Ma'rifa al-Amudiyya, das kann man sich auch so bildlich vorstellen. Da geht der Strahl geht einmal sehr tief rein und auch sehr weit hoch nach oben. Das ist der zweite Teil. Und zwar, wa ya'lamu min shay'in kulla shay'. Und der über eine Sache, also über einen Bereich, in einem Bereich, in einer Disziplin, alles weiß. Also fast alles weiß. Alles Wissen ist unmöglich, aber fast alles weiß. Also zu 70, 80% sich mit den Sachverhalten dieses Wissens auskennt. Na, anders geht es auch gar nicht. Yani. Bei der Menge der verschiedenen Wissenschaften und der unzähligen Sachverhalte, die diese Wissenschaften, wie soll ich sagen, umfassen, ist es gar nicht möglich, dass das gesamte Wissen des Menschen in jeder Disziplin nur so ist. Das ist gar nicht möglich. Das ist eine Illusion. Das ist eine Illusion der Awam. Das ist eine Illusion der Awam, die so Traumbilder von den Ulama und den Ahlul Ilm haben, die mehr auf Fiktion als auf Tatsachen basieren. Yani, der hat eine Vorstellung von einem Alim, oder so ein Alim, wie er sich vorstellt, gibt es vielleicht gar nicht in der Welt. Na, richtig. Erstmal macht man das allgemeine Medizinstudium und erst danach kannst du dich spezialisieren. Richtig. So ist es auch mit den Al-Ulum al-Shar'iyya, nicht anders.